Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Das gute Stück stellen wir jetzt einfach mal gerade hier auf diese Seite. Wenn ich da noch mit unserem Vertreter des Grauens reden will. Mutti, schönen guten Morgen. Na, meine Liebe. Alles klärchen. Schönen Start in den Mittwoch gehabt. So, ja, ich hatte die letzten zwei Tage Migräne gehabt. Dass ich das bekomme. Heute Nacht bisschen, ach, wie heißt es schön, bei Pavel im Stream verbracht, 3 Stunden geschlafen, jetzt selber am Stream, freue mich dann, wenn heute ein Paket kommt, oh, was Gutes gegönnt, aber alles im anderen bin ich eigentlich, ja, chillig drauf, mal merken, man merke, bis die bis die 5 Minuten dann wieder losgehen. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Da haben wir es ja. Ja, jetzt sind wir gerade dabei, das neue DLC ein bisschen anzuzocken auf meiner, auf dem privaten Feld und guck mal an. 6 Meter und 3 Meter. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich halt auch wieder ein bisschen öfters wieder online bin. Und hab, ja, also ich hab die Nacht eigentlich meine Liste, was ich eigentlich für die letzte Woche nicht machen konnte, ein bisschen abgearbeitet. Neuen Trailer für die Spedition, kühle Trailer. Ein paar Videos vorproduziert. Ja, aber alles andere bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ja, ich hoffe halt jetzt, dass halt die Rückenschmerzen halt bei mir langsam auch wieder weggehen. Oh Gott, Mimi. Nein. Man wird ja nicht jünger. Aber ja. Da gehen nur 32 Liter rein. Wollt ihr mich denn veräppeln? Also jetzt mache ich mir schon Sorgen. Na gut, mieten wir uns mal das Teil, aber... Rote Beete.
Ah, okay. Normales Saatgut geht also auch. Verstanden. Interessant. Dann machen wir das gerade mal anders. Und wie geht's dir so? Alltag, alles klar? Was hast du die letzten 2 Tage so gemacht? Rennen wir schon wieder die. Fährt automatisch hoch. Oh, okay. So. Na, da bin ich erstmal gespannt drauf. Das da funktioniert. Ob der Herr Bart es ordentlich. Ob er sich heuer ordentlich sein Feld bestellen kann, ja. Na, gehen wir mal schnell. 2, 3. Ach, Herrjemine. Ja, ich hab von Pablo heute Morgen schon gehört, dass auch selbst im Raum Kiel oder bei sich in der Umgebung, dass da auch schon wieder ein paar Corona-Fälle gewesen ist. Ey, das ist ja. Normal ist es ja nicht, ne? Ich meine, dass man das nicht ganz wegbekommt, okay. Dauert halt noch so eine Zeit, aber. Ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass es dann wieder so extrem wird. Aber naja. Boah, das ist halt schon. Das ist mies. Naja, es gibt ja immer bergauf, ne? Okay, wow. Na, vor allem, ne? Ich habe ja. Wir haben ja schon. Oder vor Monaten wollte ich ja eigentlich schon auf die Agra Techniker mit dem Johannes gehen, also mit ein paar Abonnenten. Und. Aber es ist ja schon so weit gekommen, dass das. Oder zumindest. Sie wollten die Aussage für die Agrartechniker, wollen sie so viel das Event so geil planen, so schön planen, dass du auf jeden Fall Corona vergisst, so nach dem Motto. Also wirklich so das Know-how. Ich hoffe, das wird ein voller Erfolg, weil ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, von den Reportagen, die ja dann kommen. Weil, wie gesagt, wir schauen uns nachher noch 3 Videos an. Ein paar vor der Agrartechnika. Aber ja, finde es gar nicht mal so schlecht. Also, abgesehen, dass es bald auch Fahrschule Baderlos Fahrkünste gibt. Naja. Ich versuche wieder witzig zu sein. Gelingt mir zwar nicht so, aber ja. Ich hoffe trotzdem. So, also normale Saat. Bin ich mal gespannt. Nein, Game.
Es wäre schon was Tolles, wenn das klappen würde, aber. So. Krass. So. Ist ein bisschen laut, wa? Geht gleich weg. Ist nur für mich ein kleiner Screenshot zu machen. Für, ich meine, ich würde gerne mal ausprobieren, so einen Traktor fahren zu können, ne? Aber ich glaube nicht, dass das da. Das wird kein Bauer machen. So. Jetzt ziehen wir uns hier noch schnell mal den AdBlue rein. So, jetzt können wir rote Beete anpflanzen. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aus. GPS. Jawohl. So. So, mit dem Aufnehmen von dem Querneland 6 Meter Saatmasch, also Saatgut stinknormales Standard eingeschaltet und quasi mit niedrigem Verbrauch quasi das Feld dann quasi bestellt. Ne? Also so sieht es dann quasi aus. Vorher die Dämme, jetzt die Saat mit rote Beete bestückt. Und schauen wir mal, was dann das Endergebnis ist. So, noch gerade noch einen Shortcut gemacht. Oh, 10. Mit 10 km/h. Wow. Also bin ich mal gespannt, ey. Bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, na gut. Eigentlich war es ja auch so gedacht, Sig Mutti, dass ich ja auch wieder mal zu meiner Freundin fahre, aber wie gesagt, die Tage. Ihr geht es zumindest richtig gut. Oder ihr geht es gut, sag ich mal so. Aber, ja. Hier muss natürlich auch wieder ein bisschen arbeiten. So. Hauptsache Gas geben und nicht übers Feld heizen. Das ist auch nicht schlecht. So. Rote Beete. Mal gucken, wie das da aussieht.
im Fältchen. Oh, tatsächlich schön rot. Ja, da fällt Fett, der Wirt fällt 31 komplett mit Wurzelfrüchten drauf kaue. Gefällt mir. Ja. Aber der Verbrauch ist ganz schön. Ah. Variable Saatstärke, ja. Die kann man jetzt beeinflussen. Schade. Hätte ich eigentlich gedacht, aber. Ich glaub's eigentlich nicht, dass es für die ganzen Bahnen da reichen wird. Das wäre natürlich noch was Schönes. Aber wisst ihr, wie das aussieht? Wie ein schöner Efeu-Teppich. Oder. Na, sowas ähnliches, ne? Laub. Laub am besten noch. Halt. Ach Gott, was mache ich denn? Das Allrad haue ich nicht an, oder was? Naja, aber auch die Arbeiten werden halt auch mit dem kleinen Trecker, also mit dem Waldra, auch nicht schlecht gewesen. Bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt. Aber ich denke, die dürfen wir dann. Ja, was das Düngen betrifft, das weiß ich zwar jetzt so noch nicht. Aber ich denke mal, nach der ersten Wachstumsstufe auch wieder Unkraut mit dem Haken durchfahren. Wobei, ich würde ja dann wieder mit der Unkrautvernichtungsspritze oder mit dem Def-Wagen da durchfahren, aber ja. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit dem. Mit dem Precision Farming sich dann verhält, wenn es da mal mit reinkommt. Oder ob es dazu überhaupt noch ein Update gibt. Über Taste, ich glaube M oder K, die Stärke, je nachdem wie es halt bei der Bodenbeschaffenheit dann ist, vermehrt machen können. Und oben sieht man auch bei dem Vehicle Inspector. Ich zeige euch mal kurz. 9% statt. Oder 9 Liter, was da drin sind. Finde ich auch sehr interessant. Also scheint auch da gescheit angezeigt zu werden. Also, ja. So.